Hi, ich bin Willi Schnell, der diese Geschichte geschrieben hat. Mein Sohn erwischte mich eines Abends dabei, wie ich an meinem Buch schrieb, für Erwachsene. Er fragte mich, Papa, kannst du mir nicht auch ein Buch schreiben? Ich dachte, ja, warum nicht? Ich fragte ihn nach seinen Ideen und Wünschen. Und er wünschte sich etwas. Das wundervolle Abenteuer von Moritz und Maya. In meiner Geschichte geht es um meine Kinder. Und diese Geschichte spielt in einer großen Stadt, denn ich selbst komme aus einer großen Stadt namens Berlin. Vielleicht hast du von ihr gehört. Da leben ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen, von überall her. Und genau das macht eine Stadt so wunderschön. Moritz und Maya sind zwei aufgeweckte Kinder. Es war ein Tag wie viele andere, an dem Moritz und Maya in ihrem Buddelkasten saßen. Vielleicht kennst du das. An manchen Tagen macht das Spielen einfach keinen Spaß. Und diese Langeweile rief nach einer neuen Idee. Maya, rief Moritz strahlend, hast du Lust auf ein Abenteuer? Maya verstand vielleicht nicht die Worte, die Moritz zu ihr sprach, aber sie merkte wohl seine Begeisterung und strahlte zurück. Moritz nahm ihr Lächeln als ein Ja und schnappte sich sogleich Finn, den Bären, gab ihm Maya und setzte die beiden in den Puppenwagen. Moritz plante eine Fahrt ins Ungewisse. Sie fuhren sehr lange herum und fanden sich in einem düsteren und ihnen unbekannten Teil der Stadt wieder. Sie wussten also nicht, wo sie waren, und noch dazu bekamen sie Hunger. Moritz, der schon gelernt hatte, dass sie ohne Geld kein Essen bekommen würden, fing an, sich Sorgen zu machen. Maya ließ sich wie immer nicht aus der Ruhe bringen und zeigte Moritz mit ihren kleinen Fingern den Weg hinaus. Sie sahen einen Baum. Dieser Baum war so schön gewachsen, wie ein Baum nur wachsen kann. Und er hing voll mit wunderschönen, roten, großen, glänzenden Äpfeln. An seinem Fuße lag ein seltsamer Mann. Moritz dachte, er würde ihn singen hören. Aber als die beiden näher kamen, bemerkten sie, dass der Mann nur schläft und seltsame Geräusche von sich gibt. Sie hatten immer noch Hunger. Moritz nahm seinen Mut zusammen, weckte den Mann auf und fragte ihn, ob sie ein paar der Äpfel bekommen dürften. Der Mann war nur ein Landstreicher. Er war sehr freundlich, schüttelte den Kopf und sagte zu den beiden, »Wisst ihr, dieser Baum steht doch einfach hier. Ich liege hier in seinem Schatten und esse seine Äpfel. Und die sind ja lecker Schmecker für uns gemacht. Ja, also nehmt doch so viele, wie ihr wollt. Hier und jetzt ist doch mehr als genug für alle da.« Sie nahmen sich jeder ein, zwei Äpfel als Verpflegung für ihr Abenteuer. Und während sie einen Apfel aßen, erzählten sie dem Landstreicher von ihrer Reise. Sie wollten ihm gerade Danke und auf Wiedersehen sagen, da sagte der Landstreicher, ja, warte mal, Moritz, ich hab da noch was für dich gebastelt. Vielleicht ist es ja ganz hilfreich für euch und es beschützt dich im richtigen Moment und gibt dir Mut und Kraft. Es waren ein wunderschönes Schwert und ein edles Schild, das der Landstreicher Moritz aus Pappe bastelte. Moritz nahm es stolz an sich und trug es wie ein echter Ritter. Nun sagten sie dem Landstreicher wirklich auf Wiedersehen und dankten ihm für seine Hilfe. Sie machten sich also frisch gestärkt und gut ausgerüstet auf den Weg, um dahin zu wandern, wo sie noch nie zuvor gewesen waren. Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen sie zu einem riesengroßen Steinhaufen. Als sie näher kamen, um sich den Berg genauer anzusehen, krabbelte Maya aus dem Nichts, voller Vorfreude, in eine kleine Felsspalte und fand sich in einer riesigen Höhle wieder. Moritz brauchte ein wenig, um ihr hinterherzukommen. Aber als er bei ihr war und sah, wo sie gerade stand, bekam er Angst. Er versteckte sich hinter einem Felsen. Maya stand genau vor einem Drachen. Und gerade als er all seinen Mut zusammennahm und mit dem Schild sich schützend vor Maya stellen wollte, begann der Drache zu brummeln. Genau genommen war es ein weiblicher Drache. Ganz schwach und müde sagte sie zu Maya und Moritz, ich tu niemanden was und trotzdem haben die Menschen mich hier eingesperrt. Mit Stolz fuhr sie fort. Ich bin ein Wasserdrache. Sie sind selten und helfen den Menschen. Aber das wussten die Menschen früher noch nicht. Daher hatten sie Angst vor Drachen. Hab bitte keine Angst vor mir und helft mir nach so langer Zeit hier raus. Sie war unter ganz vielen großen und kleinen Steinen vergraben. Moritz überlegte nicht lange. Er vertraute ihr und fing gleich an, die vielen kleinen Steine von ihr herunterzusammeln,
bis sie selbst stark genug war, sich zu befreien. Sie erzählten dem Wasserdrachen von ihrem Abenteuer und auch der Drache wusste, wie er den beiden auf ihrem Weg ins Neue helfen konnte. Maya und Moritz durften bei der Drachenfrau auf dem Rücken mitfliegen. Sie wollte ihnen ihren alten Freund vorstellen, Krautbart, den Zauberer aus dem Wald. Sie erzählte ihnen, dass der Krautbart manchmal schwer zu verstehen sei und immer nach komischen Kräutern riecht. Aber er hätte auch uraltes Wissen über das Leben, wie der Mensch und die Natur besser miteinander leben könnten. Und er ist daher auch schon sehr alt geworden. Ich werde mal schauen, wo mein Hut ist. Hat wer Lust auf Tee? Na gut, dass der auf meinem Kopf sitzt. Ah, komisch, dass der Drache uns nicht frisst. Eistee aus echtem Schnee? Nee. Der Hut ist da, wo er ist. Und der Drache frisst mich nicht, weil es mein Freund ist. Ist das schön? So begrüßte Krautbart die drei bei sich im Wald. Maya und Moritz verstanden nicht viel von dem, was der Zauberer da erzählte. Aber sie vertrauten der Wasserdrachenfrau. Sie erzählte ihrem alten Freund von dem Abenteuer von Moritz und Maya. Krautbart wusste sofort, was er ihnen zeigen wollte. Und zwar ein Land, wo Menschen aus der ganzen Welt, groß und klein, jung und alt, zusammen leben und alles zusammen machen, sich gegenseitig helfen, Häuser zu bauen, Obst und Gemüse anzubauen und um einfach Spaß miteinander zu haben. Dieses Land wurde von einem gerechten und starken Löwen beschützt, der auch das offene Geheimnis der Menschen dort kannte und hütete. Moritz wollte alles über dieses Land wissen und hätte sich die fröhlichen Menschen am liebsten den ganzen Tag angesehen. Aber Maya zeigte mit ihrem kleinen Finger Richtung Heimat. Und Moritz wusste, dass sie nach Hause will und er vermisste seine Mami und sein Papa auch schon. Der Löwe nahm sie auf den Rücken und brachte sie nach Hause. Auf dem Weg verriet der Löwe den beiden noch das wohlgehütete Geheimnis. Wo du auch immer bist und was du auch immer für dich und andere machst, mach es mit ganz viel Liebe. Zu Hause angekommen, staunten die Eltern nicht schlecht über die Erlebnisse von Moritz und Maya. Moritz erzählte mit so viel Elan von ihrem Ausflug und dem geheimen Land und wie schön er es da fand, sodass der Vater gleich am nächsten Morgen mit ihm eine Fahrradtour durch die Stadt machte, um ihm die ganzen schönen Orte in der Nachbarschaft zu zeigen. Abenteuer müssen also sein. Und in den nächsten durften Mami und Papi dabei sein. Sie kannten sich schließlich besser in der großen Stadt aus und kannten solche geheimen Orte schon. Es gibt sie und es warten noch viele darauf, gefunden und entdeckt zu werden. Ab hier ist es mein Teil der Geschichte. Denn wie ihr bin ich ein ganz normaler Mensch, der Freunde und Träume hat. Und meine Freunde haben mir so schön dabei geholfen, das Abenteuer von Moritz und Maya zu machen. Felice hat eine wunderbare Bildergeschichte gemalt, die du im Buch oder auf der CD findest. Und Markus, der Vater von Felice, hilft mir dabei, diese CD zu machen, die du gerade hörst. Denn genau wie Krautbart können Markus und Felice zaubern. Nur ist es bei den beiden eine andere Zauberkraft. Die Musik und das Malen. Spürt ihr es vielleicht? Ich sagte gerade, ich hätte auch Träume. Mein Traum ist es nämlich auch, einen geheimen Ort zu erschaffen. Nur will ich mich damit nicht verstecken. Ich habe selbst schon so viele wunderschöne Menschen und Orte kennengelernt. Nur gibt es schon genug? Ich finde, nein. Und daher suche ich viele Menschen, die mir bei meinem Freiraum, also meiner Idee, helfen wollen. Und ich helfe auch anderen Menschen, um Ähnliches zu erschaffen. Also wenn ihr etwas Wunderschönes für euch erschaffen wollt, dann sucht euch Freunde, die euch dabei helfen. Dann schafft ihr alles.